Wir gehen in die nächste Übung und die nächste Übung ist klasse für den Rücken. Hüftbreiter Stand, Oberkörper neigt nach vorne und diesmal nehmen wir die Arme seitlich neben dem Körper hinter den Rücken, sodass sie an der Hüfte vorbei sind. Arme sind annähernd gestreckt, Handkanten kleinen Fingerwärts nach oben zeigend und dann wippen wir mit den Armen auf einer Linie. Achtet bitte jetzt darauf, dass der Blick schräg Richtung Boden gerichtet ist, um die Nackenwirbelsäule zu entspannen. Halt den Rücken ganz gerade, Blick schräg Richtung Boden und die Arme gestreckt halten. Wer jetzt hier rumfiddelt und wieder nur die Unterarme bewegt, der hat nicht wirklich was von der Übung, die super ist für die Armstreckermuskulatur und für die obere Rücken- bzw. die ganze Rückenmuskulatur. Gesäß gerade halten, Knie Richtung Fußspitzen nach vorne, hüftbreiter Stand. Powern, powern, locker. Aufrichten, auslockern. Super. Macht euch bereit für die zweite Runde, aber schnauft erstmal durch. Wer hat es wie ich aufgegeben, den Schweiß wegzutupfen? Das ist doch einfach nur ein Zeichen, dass es gut funktioniert. Wir gehen in die Ausgangsstellung für die zweite Runde. Blick schräg Richtung Boden nach unten. Rücken ist ganz gerade. Kleinen Fingerwärts nach oben hacken. Halte durch. Mach die zweite Runde voll. Wer jetzt gerade schon so ein bisschen an seine Grenze kommt, der macht eine kurze Pause und steigt dann dreimal mit ein. Atem fließen lassen. Rücken gerade. Beine sind stabil. Bauch und Rücken halten uns fest. Die letzten Bewegungen. Nochmal richtig powern, schnelle Bewegung am langen Arm. Und auslockern, aufrichten. Jetzt können wir wieder eine kurze Pause einbauen. Und dann kennt ihr das Prozedere. Einmal wollen wir es gemeinsam noch angehen. Wer will, hängt noch was dran. Wem es genug war, der steigt eben jetzt schon aus. Aber erstmal durchschnaufen, lockern. Gerne nochmal die Augen schließen, mal spüren, was auf der Oberarmrückseite los ist. Holla die Waldfee. Das hat sich gelohnt. Ist das schön, es wartet nur noch die letzte Runde dieser Übung auf uns, dann habt ihr auch die schon wieder geschafft. Oberkörper nach vorne neigen, hüftbreiter Stand, Knie sind gebeugt. Je tiefer wir mit den Knien nach unten gehen im Übrigen, desto anstrengender wird die Übung auch wieder für die Beine. Wir sind aber hier rein statisch mit dem Bein. Schnelle Hackbewegungen aus den Armen, am langen Arm, kleinen Fingerwärts nach oben, sprich die Handflächen zeigen zueinander, Blick schräg Richtung Boden. Super, durchhalten jetzt. Jetzt merkt man vielleicht auch schon was in dem Armstrecker. Halte durch die letzten Bewegungen. Und wir nehmen langsam den Druck raus, richten uns auf, lass die Arme mal einfach locker auspendeln und genießt auch das, habt ihr erfolgreich abgeschlossen oder macht halt noch eine Runde mehr. So what?